Kurz vor Schichtende erreichen Mark Westerhofen und Nick Rech die Wache. Dort trifft zeitgleich allerdings ein Taxifahrer ein, der Ungeheuerliches berichtet. Was ist denn los? Was passiert? Die junge Madame da vorne ist gefahren über von einem Auto. Was? Ein Auto hat sie einfach so... Entschuldigung, wir müssen ein bisschen so sprechen, dass wir das auch verstehen. Also sie hat einen Unfall gehabt, ist über... Ja, hallo? Ja. Hallo. Ich mach mal kurz auf, ja? Der gute Mann hier von dem Taxi, der holt gerade das Fahrrad von Ihnen gerade eben raus aus dem Auto und sagte, dass Sie einen Unfall hatten. Ja. Oh ja, ich sehe es gerade, Sie sind ja total verletzt hier. Brauchen Sie einen Arzt? Nein, ich brauche keinen Arzt. Ich möchte wirklich einfach nur mit Ihnen sprechen, weil ich glaube, dass Sie mir am besten helfen können. Das versuche ich zumindest mal. Aber der Taxifahrer selber hat mit dem Unfall nichts zu tun. Nein, der hat mir geholfen. Ganz sicher? Ja. Handelt es sich bei dem Zusammenstoß um einen Unfall oder hatte es tatsächlich jemand gezielt auf die 31-jährige Floristin abgesehen? Ich kam von der Arbeit, auf dem Fahrrad wurde ich von hinten angefahren, komplett über den Haufen. Ich bin über den Lenker gegangen und als ich dann die Augen aufgemacht habe, habe ich nur noch Himmel gesehen. Okay. Also ich konnte leider wirklich kein Fahrzeug erkennen. Für uns ist natürlich klar, jetzt, wir müssen relativ schnell rausfinden, wer die Frau Renner jetzt hier angefahren hat. Und logisch, wer natürlich abhaut, der hat in den meisten Fällen auch etwas zu verbergen. Also gehen wir davon aus, dass die ganze Geschichte nicht aus Versehen, sondern vorsätzlich passiert sein müsste. Gucke ich mir mal gerade ein bisschen an, weil wir müssen jetzt gucken, Fahrzeug, ne? Was haben wir für ein Fahrzeug gehabt? Gucken Sie mal hinten, weil das kam ja von hinten, das Fahrrad. Hier ist ja blau, ganz viele blaue Schrammen sind hier. An der Seite. Blaues Auto vielleicht? Wissen Sie auch nicht, ne? Könnte ja jedes gewesen sein. Ich habe es nicht gesehen. Leider. Ich habe eine gesehen, die ist mir entgegengekommen. Ein paar auf der Straße. Ihnen werden wahrscheinlich im Laufe des Tages viele Autos entgegenkommen. Ja, eben, aber auf dieser Straße, bevor ich stand. Warten Sie mal ganz kurz. Sie haben doch in den Taxen, haben Sie doch immer die Dashcams doch drin, ne? Haben Sie auch eine Dashcam da drin? Dashcam. Ja, so eine Kamera, die alles aufzeichnet. Ja. Haben Sie eine da drin? Ja. Und Sie haben vielleicht auch was gesehen. Wo standen Sie jetzt nochmal? Stand das vielleicht? Ich bin so gekommen, dass mir das Auto entgegengekommen sein muss. Könnte was da drauf sein. Wissen Sie was? Holen Sie die einfach mal. Ich hole also, einen Moment. Machen Sie mal. Das wäre natürlich klasse. So eine Dashcam, die macht natürlich wirklich viel Sinn, gerade bei den Taxen, dort ist die in den meisten Fällen fest verbaut, fest installiert. Natürlich auch für normale Autofahrer, die sich im Straßenverkehr bewegen. Im Grunde genommen dient das in den meisten Fällen allerdings nicht als Beweismaterial in Verhandlungen. Aber für die Recherche ist das schon sehr sinnvoll. So. Das ist der. Also der ist der Letzte, der mir entgegen... Ne? Und ist ja auch, Sie haben mir ja gesagt, das wäre blau und das ist ja eine Voiture bleue. Ne? Könnte sein, aber wir haben zumindest mal... Ein Kennzeichen. Zeitgleich erreichen Daniel Klattmann und Nadja Stern ein Einfamilienhaus, aus dem kurz zuvor ein Notruf abgesetzt wurde, der aber abrupt abbrach. Einsätze dieser Art nehmen die Beamten besonders ernst. Die Dame, Sie sind Frau Bremer? Ja. Sie haben angerufen, Notruf abgesetzt? Ja, wir hatten halt ein bisschen Stress, aber jetzt ist ja wieder alles gut. Es tut mir voll leid, dass ich eure Zeit gestohlen habe. Wollen Sie vielleicht einmal kurz zu mir rauskommen? Da können wir mal ganz vernünftig, nicht so hier zwischen Tür und Angel. Sie ist manchmal ein bisschen. Kommen Sie ruhig zu mir. Sehr temperamentvoll. Sprechen wir mal unter vier Augen. Manchmal ist ja doch so ein bisschen, dass man, wenn es zu Hause Stress gibt, dann doch nicht unbedingt gleich in der Sprache. Alles gut. Ich bin wirklich. Wenn jetzt irgendwie was ist, Sie können gerne mit uns sprechen. Wir haben viele, viele Möglichkeiten, Hilfemöglichkeiten, die wir Ihnen anbieten können. Nee, ist wirklich alles in Ordnung. Definitiv, ja. Okay, wenn wir Ihnen irgendwie helfen können, lassen Sie es uns wissen, ne? Mhm. Streiten Sie sich denn öfter? Ja, ab und an, aber ich bin halt sehr eifersüchtig und... Okay, gut, dann soll das so sein. Wenn Sie uns hier nicht brauchen, dann... Ist alles in Ordnung. Okay, es tut mir total leid. Möchte ich gar nicht, dass Sie weiter nass werden. Ja. Solange es Ihnen gut geht, dann geht es uns auch gut. Okay, ich habe einen Namen, Christian Renner. Und Nordstraße 1. Ich hätte jetzt ein Fahrzeug, hätte ich jetzt ermitteln können. Die Frage ist, ob es sich dabei um das Unfallfahrzeug... Können Sie bitte noch mal den Namen sagen?
Also ich habe so einen blauen Sportwagen, habe ich jetzt. Kennzeichen habe ich festgestellt. Und der Halter des Fahrzeugs ist ein Christian Renner, wohnt auf derzeit Meldeadresse Nordstraße 1. Das ist mein Nochmann. Das ist mein Nochmann. Wir sind gerade. Hat der mich umgefahren oder was? Das weiß ich nicht. Haben Sie das Fahrzeug da jetzt einsehen können? Im das PC? Ist das Fahrzeug, was der Taxifahrer in der Dashcam aufgenommen hatte, was in Frage käme. Fahrzeugtyp, Farbe und eventuell natürlich auch die Uhrzeit. Das könnte alles passen. Ob der Fahrzeughalter gleichzeitig auch der Fahrzeugführer war, das kann ich natürlich jetzt nicht sagen. Das werden wir mal aber überprüfen. Nick, kannst du bitte mal zu mir kommen? Ja. Wir haben eventuell das Unfallfahrzeug gefunden, na, allerdings cool. Noch nicht den Fahrzeugführer davon. Unfallfahrzeug, das gebe ich ja gerade mal mit dem Kennzeichen, so ein blauer Sportwagen, ist Köln CZ260. Der Fahrzeughalter ist ein Christian Renner. Kannst du da bitte Nordstraße 1, letzte Meldeadresse, da mal eine Streife hinschicken? Nordstraße 1? Genau, die sollen dort bitte mal das Fahrzeug überprüfen, ob die da irgendwelche Unfallspuren von entdecken. Nadja und Daniel sind vor Ort. Nordstraße 1. Wo jetzt hier in der Nordstraße? Ja, ja, genau. Da hat es eben einen abgebrochenen Notruf gegeben. Ich habe das mitbekommen. Eine Frau Bremer. Mehr weiß ich aber nicht. Was? Das ist meine Schwester. Die wollte da. Ich war heute arbeiten und meine Schwester wollte da noch Anziehsachen rausholen. Ich sag den Kollegen auf jeden Fall Bescheid. Was ist denn mit meiner Schwester? Ich muss sie irgendwann anrufen. Das kann ich beim besten Willen jetzt nicht sagen. Was macht denn Ihre Schwester jetzt hier bei dem Herrn Renner zu Hause? Ja, die sollte die Sachen da rausholen, weil ich den nicht mehr sehen will. Wir sind ja nur im Streit. Hallo. Ja, da, hallo. Wir müssen noch mal kurz stören. Ja. Wir haben gerade noch mal einen Funkspruch bekommen. Ihr Fahrzeug wurde irgendwie in irgendeiner Form in einen Verkehrsunfall verwickelt. Da sind Sie der Halter, deswegen ist man jetzt auf Sie gekommen. Deswegen müssen wir da jetzt, da wir gerade eh vor Ort sind, bietet sich das ja an. Auto im Verkehrsunfall. Genau. Ihr Auto, mit wem auch immer als Fahrer, soll eine Fahrradfahrerin oder einen Fahrradfahrer angefahren haben. Und sich dann unerlaubt vom Unfallort entfernt. Also ich war es definitiv nicht, nein. Nee. Okay, deswegen sind wir hier, deswegen würden wir sagen, machen Sie mal die Garage auf. Haben Sie den in der Garage oder steht der hier? Ja, nee, die Garage, ist schon alles richtig. Genau, dann machen Sie bitte mal die Garage auf, gucken wir uns das Ganze mal an. Ja? Ja, los. Bitteschön. Ich habe jetzt 5-mal angerufen. Sie geht nicht ran. Ja. Okay, eine ganz kurze Frage, aber trotzdem zu Frau Bremer, Ihrer Schwester, ne? Ja. Warum war die jetzt überhaupt bei dem Herrn Renner? Ja, also Herr Renner hat die ganzen Sachen noch von mir zu Hause und Pauline sollte die halt abholen, weil ich ihn nicht sehen will. Und da waren halt so ein paar Kleidungsstücke, ein paar Schmuckstücke noch, die sollte sie abholen. Mhm. Ja. Aber mit denen war soweit alles safe. Die hat auch von Ihnen den Auftrag gekriegt, alles ist gut, die sollte die Sachen dann nur holen und dann sollte sie wieder zurückkommen irgendwann. Darf ich mal fragen, gebt mich zwar nichts an, aber vielleicht dient das der Sachverhaltsklärung. In welchem Stressverhältnis standen Sie denn mit dem Herrn Renner jetzt? Warum ist das überhaupt in die Brüche gegangen? Ja, wir waren jetzt ungefähr 3 Jahre verheiratet und er ist halt ziemlich wohlhabend und ein Geschäftsmann und Geld und teure Autos ist immer ganz wichtig und das passte schon nicht zusammen, weil mir halt sowas nicht wichtig ist. Und irgendwann habe ich dann herausgefunden, dass schöne Frauen auch genau sein Ding sind. Und als ich dann mitbekommen habe durch einen blöden Zufall, dass er mich schon mehrfach betrogen hat, habe ich gesagt, jetzt reicht's und ich bin sofort zum Anwalt gegangen und habe die Scheidung eingereicht. So. Dann gucken wir dir mal die Unfallspuren an. Mein Auto, also eigentlich steht hier mein Auto. Tja, das sieht mir aber nach einem Auto aus, das nicht da ist. Das kann ja nicht sein, was mein Auto, das ist ganz neu. Was haben Sie denn für ein Auto? Ja, ich habe natürlich einen ganz neuen Luxuswagen, ne? Was heißt denn? Ja, ich habe eine fette Firma halt, da braucht man auch ein dickes Auto. Ja, aber Sie haben nicht mitbekommen, dass der Wagen auf einmal verschwindet, oder wie? Die Garage mussten wir auch gerade mit dem Schlüssel auf und zu machen. Das kann nicht sein. Sag mal, Kira, jetzt mal ganz ehrlich, wo ist mein Auto? Benutzen Sie das Auto auch manchmal? Woanders abgeparkt oder so? Aber es kann sein, dass ich die Garagentür offen gelassen habe. Wie, du hast die Garagentür offen gelassen? Ja, es tut mir total leid, du kennst mich. Manchmal bin ich halt total... Weißt du, die Nachbarn rufen wegen jedem Mist hier an, ne? Ganz ehrlich, die Polizei steht schon hier. Aber das sehen die zum Beispiel nicht dann. Also nur weil eine Garagentür offen steht, wird ja nicht direkt ein Auto geklaut. Naja, wo soll das hin sein? Eine Frage habe ich. Haben Sie Alkohol getrunken? Es riecht hier gerade so ein bisschen... Ja, ein bisschen halt. Ne? Ich war vorhin ein bisschen in Rage und ich bin mal ein bisschen zu beruhigen. Und sind heute Auto gefahren? Nein. Nein. Also,
Gut, das klären wir dann später nochmal mit. Ist auf jeden Fall ein bisschen seltsam. Aber Sie sagen schon, dass Sie schusselig waren und wahrscheinlich hier das Garagentor haben aufgelassen. Ja. Und dann, wie auch immer, das Fahrzeug rausgefahren. So immer Sie sind aber nicht mit dem Wagen selber gefahren und Sie auch nicht. Nee, ich war heute nicht mit dem Auto unterwegs. Okay. Müssen wir gleich mal vielleicht nach dem Autoschlüssel gucken oder sowas, ob der noch da ist, ne? Die Beamten informieren den Geschäftsmann über den Unfall seiner Ex-Frau. Das scheint den 35-Jährigen allerdings kalt zu lassen. Ganz kurze Frage aus Interesse. Haben Sie einen Pool oder so hier im Haus? Das riecht hier so nach Chlor? Weiß ich, kann ja sein. Also ich kenne Ihr Haus ja nicht. Nein, das ist auch... Das kommt doch vor. Du hast recht. Oder haben Sie gerade geputzt? Oder ich habe was getrunken. Ist hier im Badezimmer? Ich habe Alkohol getrunken. Haben Sie hier im Badezimmer? Ja. Sie saufen doch kein Chlor, oder? Ich gehe mal gucken. Ist das in Ordnung, dass ich gucke? Ja, bitte. Ja? Sie sind ja dabei. Nachdem ich den Chlorgeruch wahrgenommen habe, bin ich direkt ins Bad gegangen. Und was habe ich da gefunden? Bilder, die offensichtlich mit Chlor bearbeitet wurden. Dann war da noch Kleidung von einer Dame, also wirkte es erstmal. Von wem das jetzt so richtig war, war erstmal nicht klar. Dann hat sich aber rausgestellt, dass das tatsächlich die Sachen von der Ehefrau von Herr Renner sind. Die Bilder, das war auch die Ehefrau. Und die jetzige Freundin von Herr Renner, die war das. Und das konnte man sogar noch an ihrem Ärmel feststellen. Da waren nämlich Flecken. Auch Kratzspuren am Hals des Geschäftsmannes erregen die Aufmerksamkeit der Beamten. Er gibt allerdings an, dass diese beim Liebesspiel mit seiner Freundin entstanden sind. Bin ich gerade draufgetreten. Irgendein Anhänger? Das ist meine Kette. Sie sind? Wie heißen Sie denn mit Vornamen? Ich meine, da ist ja ein P drauf, Frau, ja, Frau Bremer. Sie, er nennt mich auch manchmal Pudelchen. Das beantwortet meine Frage nicht. Wie heißen Sie mit Vornamen? Kira. Und er nennt Sie wie? Pudelchen. Pudelchen, Putzigchen, sowas halt. Mhm. Und dann schenkt man sich so eine Kette wegen dem Kosenamen. Was ist denn da jetzt so schlimm dran? Ja, nichts. Im Endeffekt nichts. Ist für mich nur nicht ganz so schlüssig. Das ist wieder ein Zufall, oder was? Ja, dass das Ding hier auf dem Boden liegt und ich da drauf trete. Jetzt mal. Mir sind es zu viele Zufälle. Ich gebe das mal ganz kurz über die. Ach so, kannst du. Ob ich nur Putzigchen sage oder nicht, das ist ja jetzt hier. Also, das gehört jetzt hier nicht hin, glaube ich gerade. Tatsächlich kann die Ex-Frau des Geschäftsmannes die Kette identifizieren. Das Schmuckstück gehört ihrer Schwester, die immer noch vermisst ist. Für Daniel Klattmann Grund genug, das Haus von oben bis unten zu kontrollieren. Wie ist denn Ihr Name, wenn ich fragen darf? Pauline Bremer. Frau Bremer, alles klar. Ich war ursprünglich hier gewesen, um die Sachen meiner Schwester zu holen. Ja. Und, Das ist die Ex von dem... Von Christian, genau, der hier wohnt. Seine jetzige Ex, seine Noch-Frau nennt er sie. Ja, ja, genau. Ich sollte, genau, wie gesagt, Sachen von meiner von meiner Schwester holen, weil sie halt nicht mehr hierhin wollte. Ich habe halt von draußen mitbekommen, wie sich hier zwei Personen gestritten haben. Ja. Eine Frau und ein Mann, ich denke also Christian und seine Freundin. Ja. Und ich habe halt nur mitbekommen, wie da geredet wurde, dass sie jemanden angefahren haben und dass Christian sich irgendwie... Sorgen macht, dass jemand gestorben ist. Also auf jeden Fall was mit einem Autounfall. Das habe ich mitbekommen. Okay, das haben die beiden miteinander diskutiert. Genau, lautstark. Okay. Ja, und dann ging alles relativ schnell. Ich habe nur noch, ich habe die Polizei gerufen, weil ich dachte, das ist nicht normal, das Verhalten. Und als ich halt gerade angerufen habe, habe ich gemerkt, wie mich von hinten jemand gepackt hat, habe mich noch umgedreht und habe halt gesehen, dass es Christian war. Und das haben Sie auf jeden Fall gesehen, dass das der Christian war? Ja, dann wurden Sie K.O. geschlagen, oder? Das ging so schnell, ich kann es eben ehrlich gesagt gar nicht mehr genau erläutern, was passiert ist. Auf jeden Fall war ich erstmal weg. Ja. Ich war jetzt nicht direkt bewusst, aber ich habe es nicht mehr genau realisiert, was passiert ist. Es ging alles so schnell. Okay. Ich war auf einmal hier gefesselt, war mit der Hände, mit den Beinen, der Mund zugetaped und Türe zu und das war's. Und das nächste, was sie dann gesehen haben, ist, wie ich dann die Tür aufgemacht habe. Ja. Alles klar. Es stellte sich heraus, dass die neue Freundin dem Ex-Mann des Opfers ins Lenkrad gegriffen hat. Das Paar muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung, Fahrerflucht und Freiheitsberaubung vor Gericht verantworten.